Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Luftfahrt sind massiv und natürlich auch einzigartig in der Geschichte unseres Unternehmens. Die Erträge sind fast um die Hälfte eingebrochen gegenüber Vorjahr. Wir haben den Flughafen immer offen gehalten, haben aber die Kosten, weil sie an der Infrastruktur hängen, nicht können im gleichen Umfang senken und haben entsprechend natürlich einen höheren Verlust in diesem halben Jahr gehabt. Wir sind ein finanziell sehr solides und robustes Unternehmen, haben in guten Zeiten auch Reserven gebildet. Dank unserer starken Bilanz haben wir am Kapitalmarkt können zusätzliche Finanzierungen aufnehmen, sodass die Liquidität auch jederzeit sichergestellt ist. Wir haben auf Dividenden verzichtet, dieses Jahr bei den Kosten und Investitionen doch erhebliche Kürzungen vorgenommen. Und so sind wir eigentlich überzeugt, dass wir die Krisen auch aus eigener Kraft unternehmerisch meistern können. Auch unsere kommerziellen Zentren sind hart getroffen worden. Während dem Lockdown mussten sie komplett schliessen. Auch im Moment sind weniger Pendlerströme und weniger Mitarbeiter am Flughafen tätig als in normalen Jahren. Seit Anfang Juli sind jetzt aber wieder alle Läden landwirtschaftszeitig offen, zum Teil noch mit reduzierten Öffnungszeiten. Aber auch hier ist langsam, aber stetig eine Erholung spür- und sichtbar. Ich denke nicht, dass Reisen in Zukunft anders wird sein. Man wird medizinische Wege finden, wie man mit dem Coronavirus umgeht. Das wird aber noch seine Zeit brauchen. Bis dann werden Masken sicher zum Alltag am Flughafen wie auch im Flugzeug gehören. Wir haben auch die Reinigungsstandards überall dort deutlich erhöht, wo es zu häufigen Berührungen kommt. Stellen Desinfektionsmittel an allen zentralen Punkten am Flughafen zur Verfügung. Und ich denke, der Teil, die höheren Hygienestandards am Flughafen, den werden wir sicher behalten, weil Passagiere wie auch wir selber sensitiver geworden sind. Eine Anpassung unserer internationalen Strategie steht nicht zur Debatte. Wir werden uns aber in den nächsten Jahren stärker auf Konsolidierung in den bestehenden Fokusmärkten Indien und Brasilien konzentrieren und keine neuen Märkte entwickeln. Wie sich der Luftverkehr im zweiten Halbjahr entwickeln wird, ist sehr schwierig zum Voraussehen. Sicher wird es zuerst eine Erholung im innereuropäischen Verkehr geben. Die Langstrecke wird noch länger brauchen, bis sie sich erholt hat. Das Ganze hängt auch stark von der medizinischen Lage ab. Wir müssen uns darauf einstellen, dass auf neue Sicht noch sehr viel Flexibilität erforderlich ist von uns. Wir gehen aber doch davon aus, dass sich mittel- bis langfristig der Luftverkehr wieder vollständig erholen wird. Die Erholung wird aber mindestens etwa 3 Jahre dauern. Trotz dieser Krise hat es auch positive Aspekte gegeben. Sehr beeindruckt hat mich, wie die Solidarität zwischen den Mitarbeitenden und der Firma gegenseitig auch in der Krise sehr gut gespielt hat. Oder wie schnell, dass wir auch auf Homeoffice und digitales Arbeiten umgestellt haben. Schön war auch, dass wir zumindest in dieser Zeit unseren neuen Hauptsitz im Circle können in Betrieb nehmen konnten. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass die Grenzen möglichst bald wieder offen sind, auch über Kontinent hinweg, und dass die Reiselust wieder ein wichtiger Teil in unserem Leben ist.